Meine Frage ist, wie schaffe ich es, mich selber mehr zu lieben? Also ich habe auch schon selber viel gemacht und arbeite auch stetig an mir, aber trotzdem funktioniert es oft nicht so, wie es sollte. Und ich habe halt auch viele Probleme wie in Richtung von Julia, dass ich Fehler eher bei mir suche und das Verhalten von anderen eher auf mich projiziere und hinterfrage, ob ich das Problem bin oder sein könnte und wie ich anderen eher gerecht werden kann, also auch in Richtung Anerkennung. Okay. Aber ja, letzten Endes hat das, glaube ich, mit der Selbstliebe zu tun. Ja, wie so oft, ne? Das ist so oft immer die Selbstliebe. Die ständige Selbstliebe, ne? Du machst so viel und es klappt trotzdem nicht, ne? Ja, also ich habe auch schon 2 Jahre Therapie, eine Verhaltenstherapie hinter mir, weil ich auch nach meinen letzten 2 Beziehungen zusammengebrochen bin und das ja ein bisschen auf mich halt bezogen habe, also auch in Richtung Betrug und sonst was, dass man schon denkt, vielleicht ist man selber das Problem, aber eigentlich weiß ich auch, ich habe nichts falsch gemacht und ich habe alles gegeben, was ich tun konnte und was ich mir auch von meinem Partner gewünscht hätte, aber letzten Endes, ja, kam es dann anders, als man sich gewünscht hat. Das ist dieses, weißt du, wir wollen etwas machen und etwas direkt sehen im Prinzip, weißt du, und das klappt oftmals nicht im echten Leben, ne? So, man hört zum Beispiel, oder ich höre zum Beispiel bei dir raus, ich habe das schon gemacht und ich arbeite schon dran und ich tue schon sehr, sehr viel Ehrgeiz in deinen Worten, aber das Resultat, das lässt noch auf sich warten, ne? Ich mache ja so viel schon, ne? Ich habe 2 Jahre schon da investiert und ich tue so viel für meine, aber das Resultat, ja. Und das ist der Druck, den wir uns machen immer, weißt du? Ich habe schon so viel gemacht, aber wo ist das Resultat? Ja, ich habe jetzt so einen Samen gepflanzt, ne, hier in die Erde. Und ich habe es schon so lange gegossen, aber wo ist die Pflanze? Soll ich morgen noch weitergießen? Oder aufhören? Am besten weitergießen. Okay, mache ich. Aber wo ist die Pflanze? Soll ich aufhören? Was soll ich machen am nächsten Tag? Geduld haben und weitermachen. Geduld haben, weitermachen, ja. Und? Was noch haben vor allem? Noch mehr Ehrgeiz. Das reicht schon an Ehrgeiz, was du hast, ja? Also nicht übertreiben hier, ne? Was vor allem haben? Weil wir gucken jetzt da oben drauf. Was sehen wir von oben? Wahrscheinlich die Babypflanze oder die Erde. Noch ist es die Erde, die du siehst. Aber dich regt auf, weil du willst die Babypflanze sehen, aber sie ist nicht da. Aber was könnte eventuell passiert sein, da drin schon so? Entweder, dass der Keim, also dass es schon ein Keim angefangen hat zu wachsen, oder dass es vielleicht verdorben ist. Kann beides sein. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das verdorben ist oder ob das schon der Keim schon sprießt. Aber ich kann sagen, dass ich morgen weitergießen muss und werde. Und dass ich dieses Vertrauen habe, dass da was passiert. Weil wenn das rauskommt, ist einfach. Das wollen wir aber. Ich will gießen und sehen. Und alle Menschen sagen sofort, ja, ist ja klar, da ist ja schon das Ergebnis. Aber dann diesen immer wieder zu tun und das Gießen zu genießen vor allem, das ist die Kunst. Du bist nicht jetzt die Züchterin dieser Selbstliebepflanze hier in dem Moment, wo sie da ist, sondern du bist das Ganze. Du wirst das nur genießen, wenn du das Gießen genießt. Verstehst du? Mhm. Das Gießen ist kein Mittel zum Zweck. Ich muss weiter, ich habe schon so viel gemacht und ich mache immer noch. Da ist sie. Weil wenn du das Gießen genießt, dann bist du froh darüber, wer du wirst auf dem Weg des Gießens. Also letzten Endes der Weg ist das Ziel. Ja, der Weg ist das Ziel, ist so ein Glückskeksspruch, ne? Ja. Aber da steckt viel Wahrheit drin. Ich sage immer, lieber in den Weg verlieben. Nicht das, was du tust, als Mittel zum Zweck sehen. Du hast gerade erzählt von 2 Jahren, von dies, ich mache und ich tue so viel. Das ist alles Mittel zum Zweck. Ich mache, aber was kommt da? Das Machen ist das, wo du mehr diese Liebe empfinden musst. Verstehst du? Mhm. Das Machen ist das Ding. Das Machen.
Weil am Ende passiert nichts. Es ist dieses Wenn-Dann, was wir immer im Kopf haben. Wenn das passiert, dann bin ich happy. Aber wir wissen nicht, wann ist der Punkt da? Es wird nicht der Punkt kommen, wo du sagst, jetzt liebe ich mich selbst. Weil dann wird das Nächste kommen. Und dann wirst du wieder dir ein Ziel setzen und sagen, wenn dann. Wenn ich da bin, dann bin ich happy. Wenn ich da bin, ist mein Leben endlich schön. Und dann wirst du weiter dieses Ziel immer weiter in die Ferne schieben. Bis du sagst, darum geht es gar nicht. Es geht darum, wer werde ich auf dem Weg und wie kann ich es schaffen, dieses Gießen zu genießen. Also du musst gar nichts, aber du darfst dich in diesem Moment jetzt gerade verlieben, weil du jetzt gerade etwas für dich machst und weil du jetzt gerade uns hier alle inspirierst mit deiner Art. Danke. Und das ist das Gießen. Und irgendwann sprießt das, ja. Aber du musst weiter gießen, sonst hört es auch auf zu sprießen. Und dann wirst du merken, darum ging es gar nicht die ganze Zeit. Wer bin ich jetzt geworden? Und wie habe ich es geschafft, eigentlich diese Hoffnung am Leben zu halten und dieses Vertrauen zu haben? Und die Menschen an deiner Seite, wer ist an deiner Seite? Mein Partner. Hi, wie heißt du? Christian. Gemeinsam gießen, über das Gießen sprechen. Christian, guck mal, was ich gemacht habe. Das war voll schwer, boah. Ich habe diese Frage gestellt heute. Christian, boah, überleg mal, krass. Das ist das Gießen. Das wird doch geil, oder, Christian? Ja, auf jeden Fall. Christian, wirst du nicht beeindruckt, wenn du sagst, hier Christian, da ist die Pflanze. Genießt gemeinsam den Weg. Teilt diese kleinen Gießmomente und fühle, wer du wirst auf dem Weg dahin. Okay? Mach ich, danke. Taucht da ein, so wie jetzt. Okay? Christian, passt drauf auf. Ja. Okay, sonst schreibt ihr einfach eine E-Mail später, ja? Okay? Okay, alles Liebe für euch, ja? Danke. Dein E-Mail-Postfach so.